Hi, ich sitze hier zusammen mit Götz Ulmer von Jungformat auf dem Creative Summit hier in New York. Götz, ihr habt in diesem Jahr fast jeden Preis abgeräumt, den es so zu gewinnen gibt. Kannst du uns kurz erklären, warum es für Jungformat so relevant ist, Preise zu gewinnen? Warum ist es relevant, Preise zu gewinnen? Für einen Kreativen ist es immer schön, wenn die Arbeit ausgezeichnet wird von anderen Kreativen, praktisch Respekt gezollt wird und gewinnen. Fühlt sich immer gut an, was soll ich sagen? Definitiv. Glaubst du auch, dass es dann für junge Kreative, wie zum Beispiel für mich, bei Jungformat oder ähnlichen Agenturen, ein Einstiegskriterium ist, einen Preis zu gewinnen? Wie du meinst, wenn du anfängst? Achso, ob du? Das weiß ich nicht, das kommt auf die Leute an. Ich glaube, es geht ja nicht darum, Preise zu gewinnen, sondern es geht darum, richtig coole Arbeit zu machen, die draußen gut ankommt. Und ob du einen Haufen Views oder richtig gute Reaktionen auf dein Content bekommst oder einen Preis, ist ja dasselbe. Also die Belohnung praktisch dafür, dass du was Gutes gemacht hast, ist ja vielfältig. Und ich glaube, darum geht es. Ich glaube, Leute, die kreativ arbeiten, denen geht es auch so ein bisschen um eine Belohnung von außen, um Anerkennung ihrer Arbeit, dass Leute sagen, wow, das fand ich jetzt richtig toll. Also davon lebt man dann schon ein bisschen. Definitiv. Wir haben hier viele tolle Arbeiten gesehen. Was begeistert dich besonders an der One Week? Eine One Week begeistert mich am meisten, dass das halt hier Amerika ist. Große Budgets, große Firmen, richtig coole Menschen, die hier arbeiten und die richtig guten Leute, die richtigen Top-Kreativen sind, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, sage ich mal, relativ normal und das gefällt mir ziemlich gut. Also auf dem Boden geblieben? Ja. Relativ relaxed und entspannt. Genau. Spacken. Zu guter Letzt noch eine Frage. Warum sollten junge Leute deiner Meinung nach in Agenturen anfangen zu arbeiten? Keine Ahnung. Nein, warum sollen Leute da anfangen oder zu arbeiten? Oder was bieten Agenturen jungen Leuten? Na, ich finde, dass Agenturen anbieten, eine sehr große Bandbreite, seine Kreativität freien Lauf zu lassen, was man jetzt hier auch sieht. Du kannst Spielfilme konzipieren, von Spielfilmen über Dokus, über Apps, Webs, User Interfaces, ist alles da in der kompletten Bandbreite. Du musst dich praktisch nicht regulieren auf eins. Klar, wenn du jetzt praktisch ein Talent mit einer speziellen Spezifikation hast, dann ist das vielleicht nichts für dich. Aber wenn du interessiert bist, breit zu arbeiten durch mehrere Kanäle und alles mal auszuprobieren, ist eine Agentur nach wie vor das Richtige, um sowas auszuprobieren. Ob es dann passt oder nicht, muss man dann immer gucken. Aber wie gesagt, man kann jetzt nicht einem YouTube-Regisseur irgendwie sagen, geh doch mal in eine Agentur, weil das kann er zwar machen, aber es gibt einfach noch mehr Aufgabenfelder als nur das. Also Monokultur ist es nicht, aber für alle, die breiter arbeiten wollen, ist eine Agentur perfekt. Dankeschön. Gerne.